Hallo Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mr. Damon. Und mit Sicherheit habt ihr es alle schon gehört. Es gibt hier diesen Sheriff Bunker, also diesen Sheriff Schwerter, den ihr in der Weekly Mission finden müsst. Und wie ihr zu diesem Bunker kommt, das zeige ich euch jetzt. So, um zu diesem Bunker zu kommen, der sich ungefähr hier befindet, wählen wir erstmal einen hohen Punkt aus, um mit dem Gliding Pack dorthin zu kommen. Wir können das Ganze auch mit dem Skiing Pack machen, aber ja, mit dem Gliding Pack, denke ich mal, wäre das jetzt hier für das Video ein bisschen spannender. So. Also die Richtung stimmt ungefähr. Wir wollen jetzt noch ein bisschen an Höhe gewinnen, damit wir da auch geschmeidig hinkommen. Ja, wir nutzen, glaube ich, den Berg da vorne mal. So, und dann ungefähr in diese Richtung. Bisschen weiter nach rechts. So, und dann zur Orientierung. Ihr habt hier so eine kleine Straße, also hier so eine kleine Seitenstraße, die hochführt. Und da vorne spawnt immer ein Auto. Das ist alles so gewollt. Und dann könnt ihr entweder dort hochlaufen zu dieser kleinen Hütte. Oder ihr lauft hier den Berg hoch. So, und dann, ich muss gerade selber schauen. Moment. Genau, noch hier weiter hoch. Hinter dem Berg jetzt müsste hier der Sheriff-Bunker sein. Ja, genau. Hier ist er. So, es hat relativ gut geschützt, aber um diese Mission dann zu beenden, ist ganz wichtig, hier mit C, also geduckt, hier runter zu laufen. Und dann hören wir auch schon den Sheriff-Bunker. Und ich habe diese Mission natürlich schon gemacht, aber dann würde jetzt hier kommen, dass ihr den Sheriff-Bunker erreicht habt. Und damit wäre die Mission auch schon beendet. Ja, das war der Weg. Ich zeige das auch nochmal schnell auf der Karte, damit ihr euch das einprägen könnt. Oder vielleicht einen Screenshot macht, um dann den Bunker zu finden. Ihr müsst natürlich immer darauf hoffen, dass noch oder dass nicht noch irgendjemand anders die gleiche Mission macht gerade. Denn sonst ja, kommt man sich hier schnell in die Quere und das wollen wir definitiv vermeiden. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hier auf der linken Seite kommt ihr zu meinem letzten Video und auf der rechten Seite kommt ihr zum Abonnieren-Button. Wenn ihr nämlich keine Videos verpassen wollt, dann empfehle ich euch genau dies zu tun. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit Ring of Elysium oder Ring of Elysium. Da habe ich mich tatsächlich noch nicht drauf geeinigt, wie man das oder wie wir das hier aussprechen wollen. Und ich glide jetzt hier noch einmal die Berge runter und wünsche euch noch viel Spaß. Bis dahin,
Danke fürs Zuschauen, euer Mr. Dame. Bye bye.